La la la. Oh Gott, willkommen zurück bei Pokémon Let's Go Pikachu. Oh Gott, es ist Ewigkeiten her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß auch nicht warum, aber das Spiel ist ein bisschen hinten drüber gekommen. Also im Sinne von, ich habe mich sehr viel auf andere Spiele konzentriert und es lag mir die ganze Zeit wie so ein schweres Gewicht im Magen, kann man sich das vorstellen, weil ich das unbedingt spielen wollte, aber irgendwie nie dazu gekommen bin. Jetzt machen wir es wieder und ich habe auf jeden Fall auch vor, das Ganze jetzt ein bisschen konzentrierter durchzuspielen. Es ist eigentlich ganz gut, dass wir die kleine Pause hatten, sag ich mal, denn dadurch ist jetzt durch ein Direct von Nintendo Shield and Sword angekündigt worden. Na, Shield and Sword, Schwert und Schild, die beiden vollwertigen Pokémon-Titel, die dieses Jahr noch erscheinen. Ich schätze mal Winter-Weihnachtsgeschäft, so November, Dezember, Oktober, November, Dezember rum. Ich freue mich drauf. Na, es wird dann wieder richtige Kämpfe geben, auch im Fangmenü, was aktuell nur ein Fangmenü ist, da wird es auch wieder Kämpfe geben. Und so weiter und so fort. Ich freue mich riesig drauf. Wir sind bei Lavandia stehen geblieben und wollten uns auf den Weg machen, um das Scope zu holen, mit dem wir dann im Turm die Geister-Pokémon sehen können. Und soweit, so gut. Wir können mal ganz kurz noch einmal... Oh Gott. Also entschuldigt mir, wenn ich jetzt mit der Steuerung nicht ganz so gut klarkomme, aber da muss ich mich jetzt hier dran gewöhnen. So, der Beutel. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Na, wir sind jetzt gerade hier. Lavandia. Und wollen jetzt hier nach Saffronia. Wollen wir nach Saffronia? Saffronia. Prismania, oder? Ich glaube, wir kommen jetzt nach Prismania City. Wir starten einfach mal durch. Auf geht's! Oh Mann. Und da kommen direkt die ersten Kämpfe. Ich wollte ja eigentlich Glumanda holen, ne? Glumanda. Das müssen wir auch noch machen. Egal, erstmal geht's weiter. Hallo! Aha, Quizfrage. Welches Pokémon ist zugleich süß, rund und kuschelig? Pummeluff, oder? Pummeluff oder Pipi? Ich sag Pummeluff. Ja, Pummeluff. Schönheit Daniela fordert dich heraus und sie ist die schönste im Dorf. Pipi, ich hatte recht. Aber ich dachte echt Pummeluff. Okay. Los, Tauburger, du schaffst das. Tauburger ist immer noch nicht Tauboss geworden, ne? Gut, ich hätte mich nochmal heilen können. Ist egal. Wirbelwind, Rucksackhieb. Ich habe auch gar nicht geguckt, ob es ein Update zum Spiel gibt. Aber egal. Nee, du nicht. Nein, nein. Schwingt den Finger. Was ist das denn für eine Attackenbeschreibung? Okay. Windstoß. Bringt das hier was? Na, eher weniger. Nee, nee, du nicht. Ach, das ist die... Ah, ich weiß, welche Attacke das ist. Das ist die Attacke, mit der dann eine zufällige Attacke ausgeführt wird, glaube ich. Tackle. Metronom. Kann das sein, dass sie nur die eine Attacke beherrscht? Ich glaube schon. Schlecker. Na, lecker. Und nochmal Tackle. Und das war's auch schon. Okay. Way! Tauburger erreicht Level 31. Agilität. Nee. Abbruch. Abbruch. Nein. Okay. Schönheit Daniela wurde besiegt. Ha, hör auf! Sei nicht so grob zu meinem Pipi! Trotzdem gebe ich dir 1560 Pokédollar und 3 Pokébälle, weil ich dich eigentlich ganz gerne habe. Okay. Ich habe in einem Pokémon-Magazin gelesen, dass Pipi sich entwickelt, wenn man ihm einen Mondstein gibt. Ob das wohl stimmt? Es gibt nur eine Art, das herauszufinden. Boah, ich finde das ein bisschen gruselig, dass uns die ganze Zeit da... na, ihr wisst schon hier. Unser gutes Kadabra hinterher fliegt. Abracadabra Simsala. Ja, Mew ist einfach zu süß, oder? Nehmen wir mal Mew. Ah, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, bitte.
Okay, dann nehme ich deine Pokémon in meine Obhut. Gib mal her. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und Doc, Doc, Schock, Doc, Doc. Ja, so. Hier, vielen Dank für deine Geduld. Die sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder. La, 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 la. Ach, Mann. Ich glaube, Pokémon hilft mir zum inneren Frieden am Abend. Irgendwie ist es ziemlich beruhigend. Oh mein Gott, da ist ein Pummelhof. Ja, ich möchte meine... Nein. Mein Gott, ich habe irgendwie Wurstfinger, müsst ihr wissen. Ne? Also wenn ich so einen Stick hier mal nicht richtig benutze... Pika! Liegt das daran, dass meine Finger ein bisschen grob sind für diesen kleinen Pokéball hier. Okay, Pummelhof erscheint. Ja... Das war schlecht. So ein Hyperball. Ich bin ja wirklich sehr verschwenderisch gerade. Egal. Yay. Pummelhof wurde gefangen. Na. Ach, wir hatten schon einen Pummelhof. Okay, wusste ich gar nicht. Da. Hier gibt es jede Menge Pokémon zu fangen. Stör mich gefälligst nicht, du Narr. Ah, die ist ja gut drauf. Astrainer Karen fordert dich heraus. Und setzt Kadabra ein. Oh Mann. Los, Tauboga, du schaffst das. Bin mal gespannt, wann Tauboga wirklich zu Taubos wird. Tackle, Wirbelwind, Ruckzuckhieb. Ja, wir haben auch nicht gerade die tollsten Attacken irgendwie. Da fehlt so das i-Tüpfelchen. Das ist ganz in Ordnung. Das war hell. Genauigkeit von Tauboga sinkt. Ja, das schafft man trotzdem. Und nochmal Blitz, okay. Sehr passiv. Solange wir weiter treffen, ist alles gut. Oh. Das kam überraschend. Na, really? Komm schon. Oh, das ist ja nervig. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Genauigkeit so runtergedrückt. Also er hat sie so runtergedrückt, dass wir nicht mehr treffen, oder? Ja. Sieht so aus. Eieiei, miese Strategie, die in diesem Sinne tatsächlich sogar funktioniert hat. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nehmen wir mal Pika, ganz ehrlich, und machen jetzt hier mal ganz schnell den Deckel drauf auf den Kampf. Ja. Visaflor erreicht Level 33. Sobblicat 26. Sehr schön. Mashok. Nö, weiterkämpfen. Mashok. Da bringt Blitz, glaube ich, nicht so viel, oder? Ich mache mal trotzdem hier mein Britzel-Turbo. Vielleicht haut's ja doch rein. Ja, so halbwegs. Überroller? Oh nein, bitte nicht. Ah, Pika! Oh Gott. Voll überrollt, ey. So, Doppelkick. Dann sollte das eigentlich erledigt sein. Zack. Zack. Oh, na super. Oh je, das läuft alles nicht so gut. Oh, okay. Okay, oder so. Ha, jetzt fällt mir auf, dass ich diejenige war, die dich gestört hat. Naja, na, nicht so wirklich. Wenn du beim Fangen eines Pokémon eine zweite Beere einsetzt, verschwindet der Effekt der ersten Beere. Du findest einen Feuerstein. Oh, das ist nicht schlecht. Haben wir schon Radfratz gefangen? Ja.
Toboga besiegt, Visaflor, Pika, Kadabra, Snubbelicat. Wir können auch eigentlich Beutel. Boah, warum nicht, oder? Medizintasche. Beleber einsetzen. Taupoga. Und Supertrank einsetzen. Tauboga. Da, da, da. So. Hallo. Mew steht kurz davor einzunicken. Möchtest du seinen Namen rufen? Ja. Mew. Es dreht sich erschrocken zu dir um. Oh. Mich hat es schon an die merkwürdigsten Orte verschlagen. Und das Neisen. Rollenspieler Baldur fordert dich heraus. Und setzt erstmal Golking ein. Los, Tauboga, du schaffst das. Dann wäre jetzt natürlich eigentlich unser gutes Pikachu perfekt geeignet. Übrigens zum Film Let's Go. Ach Quatsch, zum Film da schon. Zum Film Detektiv Pikachu gibt es auch einen neuen Trailer. Kann ich euch auch nur empfehlen. Ich finde es bis jetzt sehr lustig und sehr geil. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was sie daraus machen. Und aus der Pokémon-Lizenz im Film, beziehungsweise aus der Detektiv Pikachu-Lizenz, sag ich jetzt mal. Mit Level 35, by the way, wollte ich gerade sagen, ist der aber auch ganz schön stark, ne, der Fisch. Unser guter... Oh Gott, Pika. Oh, fast besiegt, krass. Unser guter Golking. Mit Level 35, was hat Pika für ein Level? 33, eieieiei. Aber es müsste trotzdem wegen Blitz gegen Wasser jetzt genau mehr als nur effektiv sein. All meine Erfahrung hat mir nichts genutzt. Na gut. Egal, wie viel man im Leben schon gesehen hat. Man ist nie für alles gewappnet. Das ist wahr. Da, 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 da. Ich find's trotzdem so krass, dass die wirklich hier die ganze Spielwelt aus Rot, Blau, Gelb nochmal zusammengezimmert haben. Ich find's wirklich klasse. Supi. Da 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 da. Ach man, diese Musik, ich liebe sie. Lavandia City. Ah ja. Da 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 da. Du scheinst dich mit Pokémon auszukennen, aber wie steht es mit Naturwissenschaften? So bin ich. Das bin ich quasi im echten Leben. Genauso gehe ich immer durch die Stadt. Genau so. Oh. Tüftler Dario. Okay, vielleicht nicht ganz so. Smogon. Ach, Scheibenkleister, ey. Das sind aber alles ungünstige Pokémons, ne? Ja. Machen wir mal einen Windstoß, was wahrscheinlich nicht effektiv sein wird, oder? Nee. Aber warum war denn gerade Golking 35? Wir switchen mal rüber auf dieser Floor. So. Schlammbad müsst ihr eigentlich. Dieser Flor vergiftet. Das geht ja eigentlich nicht, oder? Weil theoretisch. Ach, Pflanzenattacken bringen halt nichts, ne? Der spannendste Kampf ever. Ich merk schon.
So, und dann bitte noch einmal Tackle und dann ist die. Der Drop ist ja auch gelutscht. Na, ja, was für ein Reinfall. Och Mann, es tut mir leid. Lernen liegt mir einfach mehr als kämpfen. Na, schön wär's, ne? Wenn einem Lernen liegen würde, nicht das mehr als kämpfen. Du findest eine Kapsel X-Tempo. Okay. Beutel. Nee, Medizintasche. Medizintasche. Gegengift. Haben wir noch normale Tränke? Hier, der kann ja eh weg. So. Was haben wir denn eigentlich noch für Bonbons? Pikachu-Bonbons. Pikachu wird immer unbesiegbarer, merkt ihr das? Na gut. Hallo? Ich verrate dir was! Um einen Kampf zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie! Boah, schrei doch nicht so, Junge. Mein Gott. Elektromusiker Gerrit. Na toll. Blitzer. Oh, wie süß. Das will ich haben. Und was haben wir nicht im Team? Ein Wasser-Pokémon. Ne? Das ist alles nicht so optimal. Wir nehmen mal Mew, weil ich mir vorstellen kann, dass Sternenschauer hier vielleicht relativ effektiv ist. Ob das dann wirklich so ist, müssen wir rausfinden. Ja, da. Na, really? Wette, der macht die gleiche Attacke direkt nochmal, oder? Okay, das ist schon besser. Ja, Sternschau ist auch jetzt nicht so effektiv, ne? Hey, wie unfair ist das denn? Du Arsch. Dann bitte euch zweimal Sternschauer hier. Okay, Agilität soll mir mal egal sein. Aber Sternschauer sollte jetzt eigentlich den Rest erledigen, oder? Na komm. Jo. Tschüss. Kadabra erreicht Level 29. Schön. Ah, das begreife ich nicht. Ja, hättest du auch wohl nicht so geschrien, hättest du auch gewonnen. Waren meine Berechnungen falsch? In der Megafon, ne? Guck mal, jetzt in unser Gesicht. Nein, dann vielleicht meine Attackenwahl. Junge, Junge, Junge. Dieser Kampf wird zeigen, ob mir das Glück hold ist oder nicht. Wenn er wieder ein Wasser-Pokémon hat, das ultra überpowered ist, dann switch ich einfach rüber. Rollenspieler Balthasar. Du Pika. Rihorn. Na gut, Gesteins-Pokémon. Ja. Da weiß ich natürlich genau, gegen was das ist. Oder ist das normal? Oh je. Das war schlecht. Wir switchen mal rüber auf Mew, weil das bringt gar nichts. Bei Tauboga fehlen auf jeden Fall irgendwelche Attacken. Also irgendwie. Na gut, vielleicht ist Tauboga auch nicht gerade das beste Pokémon. Aber da fehlt irgendwie sowas wie Sternenschauer, Flammenwurf oder sowas. Irgendwas. What the?
Oh mein Gott. Was soll das denn jetzt bitte? Los, Pika, du schaffst das. Hoffentlich. Ja, was machen wir jetzt? Okay, keine Wirkung. Das ist natürlich auch nicht gut. Ja, das Spiel lässt uns gerade nicht sterben, kann das sein? Also nicht verlieren. Gerade sehr nett hier, was da passiert ist. Okay, schön, dass es einen K.O.-Treffer gibt und der ist so ganz schön böse. Also wenn er jetzt zweimal gewesen wäre und Pika auch noch K.O. gegangen wäre, hätten wir echt ein Problem gehabt. Na gut, Glück gehabt. Ich hätte auf meinem Charakterbogen mehr Punkte in den Glückswert investieren sollen. Was? Diese Rollenspieler. Okay, das sind jetzt... Ja. Team, wir müssen mal kurz gucken und ein bisschen umsortieren. Mio ist besiegt. Pika, Pika. Wir bewegen Pika mal hier rüber. Und nutzen mal einen Supertrank für unser Bisaflor. Dass wir da zumindest wieder so ein bisschen auf dem richtigen Weg sind. Okay. Hallo. Wir zeigen uns gerade gegenseitig unsere Pokémon. Willst du mitmachen? Ja. Als hätte ich eine Wahl. Göre Layla oder Layla fordert dich heraus. Und setzt Pikachu ein. Das finde ich ein bisschen provokant gerade. Und das ist gemein. Irgendwie gemein. Wie grausam! Sind meine Pokémon doch alle so niedlich! Das ist sogar wahr. Das fand ich jetzt auch ein bisschen grausam irgendwie. Ich fühle mich auch innerlich ein bisschen schlecht. Mautzis sind so süß! Maut, Maut, Maut! Oh Gott. So, Entschuldigung, ich habe mir kurz eingeschüttet. Hanna, na Hanna? Und setz Mautzi ein. Welche Überraschung. Los, Pika! So. Okay, wir versuchen mal Doppelkick. Das klappt doch eigentlich ganz gut, oder? Dusch. Wow! Effektiv. Und wer hätte es gedacht, sie hat nochmal... Wehe, die hat dreimal Mautzi, Leute. Wenn die jetzt dreimal Mautzi hat, dann gehe ich an die Decke, ich sag's euch. Doppelkick. Das hat ja beim ersten Mal geklappt, dann klappt es wahrscheinlich... Hey, was war das denn? Oh, aua. Voll die Karate-Attacken hier. Aber Doppelkick haut sie einfach wirklich aus den Socken. Und nochmal Mautzi. Ich verstehe aber nicht, warum diese Rollenspieler so extrem stark sind, die anderen hier alle so total schwach. Ich meine, das ist ein riesiger Unterschied zwischen 25 und 35. Ndisch. Ndisch. Perfekt. Okay. Level 34. Mautsch! Hat die das? Das hat die nicht gesagt, oder? Hat die nicht gesagt. Okay. Oh Menü, Taubsi und Radfratz sind auch total süß. Bei so vielen niedlichen Pokémon hat man echt die Qual der Wahl. Das ist wahr. Geht mir auch so. Mew hat unter den Pflanzen etwas entdeckt. Du erhältst eine goldene Sananbeere. Danke. Ach Mew. Du bist so süß. Du findest einen Riesenpilz. Den sollte man besser nicht anfassen. Tada. Hauptsache, wir haben den nicht unterm Fuß gefunden.
So, was haben wir hier? Verbindet Prismania City mit Lavandia. Jetzt bin ich gerade verwirrt, wo wir sind. Guck mal kurz auf die Karte. Prismania City mit Lavandia. Okay, da kommen wir. Übergehen wir jetzt Saffronia City. Komme ich denn hier links durch nach Saffronia City? Lernen macht Spaß, Pokémon zu trainieren aber auch, und ich mach beides. Oh yeah. Dim, 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 dim. Tüftler Otto fordert dich heraus. Und setzt Magnetino ein. Ist jetzt wieder ein relativ nicht spektakulärer Kampf, mein Gott. Weil wir jetzt hier wieder zwei Blitz-Pokémon haben, machen wir mal Doppelkick. Hab's irgendwie immer. Das ist so der Blitz-Pokémon-Killer. Keine Ahnung. Funktioniert aber. Pikachu ist, glaube ich, sowieso ein bisschen OP, weil wir die ganzen Bonbons haben. Alles klar. Sieht so aus, als sollte ich besser noch ein bisschen die Schulbank drücken. Geilste Erkenntnis. Das denke ich mir jeden Tag. Ich wollte eigentlich nur hierher, um frische Luft zu schnappen, aber solange der Zugang zu Saffronia City gesperrt ist, sitzen wir hier fest. Ist das so? Dann gehe ich hier mal aufräumen, hm? Wenn meine Arbeit auch nur nicht immer so nicht so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst, aber ich kann hier nicht weg. Jetzt eine Tasse Tee, das wär's. Hey, halt da, hier darf im Moment niemand durch. Schreien die mal alle so. Diese Ordnungshüter. Okay, gut, dann müssen wir jetzt nach Prismania City. Da müssen wir eh hin, denn da finden wir ja unser Scope um die... Na, ihr wisst schon. In der Nähe von Prismania City wurde ein riesiges schlafendes Pokémon gesichtet. Und angeblich ist es nicht der einzige Tagträumer seiner Art in der Kanto-Region. Wirklich? Also im alten Pokémon gab es auf jeden Fall nur ein einziges Relax. Und wenn man das nicht gesammelt hat, nicht gehabt. Oh, das macht sogar Sinn. Wir laufen gerade von... Oh, guck mal hier. Von Osten nach Westen unter Saffronia City durch nach Prismania City. Da 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 da. So. Oh, da ist auch noch was. X-Abwehr. Ich habe diese X-Items früher nie benutzt, müsst ihr wissen. Ne? Weil ich finde Pokémon ist so einfach, dass man die einfach nicht braucht. Die alten schon, und das hier ist noch ein bisschen benutzerfreundlicher. Das Einkaufscenter von Prismania City ist so praktisch, weil es viele Waren im Angebot hat. Gehst du oft dorthin? Komm gerade aus dem Tunnel. Aus, keine Ahnung. Alabastia, ich war da noch nie. Mein Gott. Okay. Da, da, da. Von hinten kannst du das Schild nicht lesen. Verbinde Prismania City mit Lavandia. Jetzt bin ich wieder... Hey! Du da! Lass mal hören, wie viele Arena-Ohren du schon gesammelt hast. Ich glaube 3. Astrainer Olivia fordert dich heraus. Und setzt Raichu ein. Raichu gegen Pikachu. Das ist ja auch wieder mies, ne? Aber ganz ehrlich, unser Doppelkick kickt den jetzt doppelt. War nicht gut, ne? Der Witz. Das ist vielleicht doch nicht so effektiv wie gedacht. Lichtschild. Ja, okay. Das ist auch nicht effektiv. Das ist einfach nur passiv. Lichtschild stärkt die... Darf ich das mal fertig lesen? Was denn? Dusch. Donnerblitz. Ja, okay. Nicht sehr effektiv, macht trotzdem Schaden bis zum Ende, aber okay. Machen wir jetzt nochmal hinten noch einen Doppelkick. Dusch. Okay. Da 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 da. Okay, Olivia setzt als nächstes Dictree ein. Das ist okay. Da müssten wir doch mit einem Britzelturbo hier mal durchfegen, wie... Kein Effekt. Toll. Okay, das war wieder unser Pokémon-Bonus. Dann kicken wir es halt auch wieder doppelt hier. Dusch.
Na gut. Erdbeben. Erdbeben! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pika fängt an zu verzweifeln. Was? Was soll das denn heißen? Hier wird nicht verzweifelt. Hier wird motiviert nach vorne geguckt. Oh, was geht los? Direkt aus dem Team schmeißen, sowas. Hyperheiler, XDX-Abwehr, Angriff Plus. War kein Hypertrank oder sowas? Das ist ja traurig. Richard setzt Supertrank ein. Also ich. Pika ist sehr dankbar. Ach, jetzt auf einmal, ja? Er ist hier hoffnungslos sein. Doppelkick. Dusch. Okay. Diktri wurde damit offiziell zweimal getroffen und aus dem Boden geklatscht. Und Europ. Oh weh. Das ist ein Wasser-Pokémon, oder? Gilt das als Wasser oder als Eis? Ich weiß es gar nicht. Egal. Wir Britzel-Turbon das zu Ende. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Das Spiel denkt, glaube ich, ich kann nichts, ne? Kann das sein? Pikachu verzweifelt. Weiter so. Ach, toll. Ah, hoppla. Du bist viel stärker als erwartet, wo du eigentlich eine Niete bist. Über 5 Hyperbälle. Okay. Ich bin ein bisschen gekränkt gerade. Tut mir leid. In Prismania City gibt es auch eine Pokémon Arena. Warst du schon dort? Ich komme aus der Tunnel. Das ist süß. Pika genießt die frische Brise. Nicht so süß einfach. Okay. Du findest ein Elixier. Was ist das hier? Ich glaube, ich hätte den Wachmann nicht so viele Marmoria-Cracker anbieten sollen. Und eine schöne Tasse Tee dazu sind sie etwas trocken. Was? Wenn die Arbeit doch nicht mehr. Ich hab so Durst und. Halt! Mir darf niemand durch! Dann schreit er wieder direkt so, ey. Unsympathisch, so Typen. Da, la, da, 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 da. Okay. Oh, ich glaube, da geht's zur Stadt, Leute. Noch ein Kamm. Eine kleine Straße zwischen zwei Städten. Ach, Route 7 hat ihren ganz eigenen Charme. Ah, bist du bereit? Ja, sowas von. Na dann, wie wär's mit etwas Musik? Dieses Stück nenne ich Pokémon-Kampf. Ist die gleiche wie immer. Na gut, Trainer-Coach David fordert dich heraus. Ich hab extra nicht David gesagt, weil David hört sich badass an, oder? Ganz ehrlich, David. Mit Porenta! Mit der Monobraue. Okay. Britzelturbo, wir braten seinen Lauch. Das ist sehr effektiv. Der Porenta beginnt zu kochen. Der Porenta hat... Das Lauch, wenn schon. Okay. Snubblycat erreicht Level 27 und versucht Schlitzer zu erlernen. Ja, natürlich nehme ich Schlitzer an. Denn wir brauchen ganz gewiss nicht die Attacke Verhöhner. Ich brauche niemanden zu verhöhnen, denn... Unsere reine Anwesenheit verhöhnt schon alle, oder? Ja, stimmt sogar. Okay. Trainer-Coach setzt Knuddeluff ein. Was ist los mit dem Porenta und Knuddeluff? Das ist immer so... Ja, nicht so süß wie Pummeluff, aber es ist auch knuddelig, das gute Knuddeluff. Machen wir mal sein pinkes Fell rot brennend mit Feuer. Also es brennt gleich wie ein Blitz, versteht ihr? Boah. Das war geil, okay. Ich finde es total krass, dass die für die Kämpfe so dynamische Sounds eingebaut haben. Okay, Trainer-Coach David wurde besiegt. Was für eine wundervolle Melodie. Ich verarschen, Alter. Sie gleich wie immer. So. Danke für diesen tollen Kampf. Dafür bekommst du das hier von mir und meine Handynummer. Fassade. Mit TM12 können Pokémon Fassade erlernen. Setz ein Pokémon Fassade ein. Während es von einem Statusproblem betroffen ist, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. Fassade. Wir erreichen
Prismania City. Hier ist eine schöne Stadt in Österreich. Die Stadt der Regenbogenträume. Latsch dich da von mir rum her, oder willst du dich mit Team Rocket anlegen, hä? Direkt also aggressiver Team Rocket, ey. Die Pokeflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf, weil der ganz schrill ist. Alter, das ist creepy. Hihi, Madame Prismania, grüß dich, junger Herr. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Bewegungen erwehren wird. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000 Poké-Dollar kann ich in deine Zukunft sehen, das dir verraten. Hast du Interesse? Nein. Zeig mir die Tür, zeig mir die Zukunft. Zeig mir die Tür. Hey, wir sehen uns wieder, wenn das Schicksal dich erneut zu mir führt. 10.000 Dollar finde ich ein bisschen happig. Wenn ich ein Pokémon hätte, würde ich mich sofort zum Pokémon-Weg aufmachen. Dann hol dir eins, du. Quatschtüte. Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke? Die mit dem Abra im Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Klar, die lügt doch, die Olle. Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Sandern zu sammeln, wie nur möglich. Du hast nicht zufällig eins. Falls ja, willst du es mit mir gegen meinen Sandern tauschen? Ja, klar. Habe ich eins? Tatsache. Ah, ihr wisst ja, das ist jetzt quasi das Pokémon Go Äquivalent, was ein bisschen anders aussieht. Wie dieses eklige Krokos da mit den langen Haaren. Ihr wisst, was ich meine. Jut, tschö. Ich meine Krokoball übrigens. Weil unser einziges Sandan weg. Das war ja auch sehr nett, ne? Und bekomme ich stattdessen Albino. Eisbar, was ist Eisbar für ein Name? Eisbar hat dir Sandan geschickt. Entschuldigung, alle Eisbars da draußen, ja? Danke für den tollen Tausch, du Arsch. Ich habe übrigens einen schönen Namen. Und im Unterschied zu ihren Artgenossen aus Kanto gehören Sandan in ihrer Alola-Form übrigens zum Typ Eis. Was? Ist ja auch sehr vergleichbar Eis und Sand. Boah, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Pikachu eine meiner fantastischen Attacken beibringen? Ich finde es sehr creepy, dass er mit einem Lolli in der Hand steht, wie so ein Kindsentführer oder sowas. Welche Attacke? Schwebesturz. Pika versucht Schweben. Was ist denn Schwebesturz? Egal. Wir hauen mal drauf, ne? Und verlernen mal Slam, weil Slam... Ja, weg damit. 1, 2 und schwupp. Pika hat gerade Slam vergessen und ich habe ihm Schwebesturz beigebracht. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinen Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Eine Peitsche und ein Lolli, Alter. Das ist sowas von creepy, ne? Okay, bitte einmal die Pokémon wieder heilen. Gut, aber ich verabschiede mich jetzt auch schon von euch. Wie gesagt, das war jetzt nur so kurzes Wiedereinfinden. Ich werde gucken, dass ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe und das regelmäßig aufnehme. Es macht auf jeden Fall Spaß, bis zum geht nicht mehr. Irgendwie, ich jetzt auch nicht. Ich kann mich über das Spiel sehr amüsieren. Beim nächsten Mal werden wir Prismania City unsicher machen und herausfinden, ob die Regenbogenträume hier in Erfüllung gehen, weil das Licht im Prisma in Regenbogenfarben gespalten wird. Ist das der Name? Also ist das der Hintergrund des Namens? Da können wir mal ethisch drüber nachdenken, Leute. Ja, das ist jetzt gerade Einfluss meines Studiums, das tut mir sehr leid. Okay, wir können aber ganz schnell hier rumlaufen und uns davor noch eine Pokéball mitnehmen. Schon gemein, oder? Irgendwelche kleinen Kinder spielen hier, verlieren ihren Pokéball und wir klauen ihn einfach. Ein Nugget, ne? Mal eben hat ein Kind hier 5.000 Poké-Dollar verloren, wir klauen ihn einfach. Ja. Macht ihr auch so, ne? Wenn so ein 7-, 8-Jähriger draußen rumläuft und seinen 7.000 Euro verliert, steckt euch einfach ein. So... Da liegt einfach ein Nugget rum, ich frag nicht. Oh, da ist auch noch was. Du findest ein Sonderbonbon. Perfekt. Da, 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 da. La, 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 City, la, 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 der Regenbogen. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Pokémon. Beim nächsten Mal geht's ja weiter. Verpasst es nicht. Es wird sicherlich fantastisch.
Wir speichern. 6.1. habe ich zuletzt gespielt, Leute. Das ist morgen 2 Monate her. Ach du Scheiße. Also, ab jetzt kommt Pokémon regelmäßig, spätestens alle 2-3 Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Pokémon, let's go, Pikachu, ciao!